Guten Tag, Frau Dr. Hambach. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir kennen uns ja schon, da Sie Vorsitzende der Seniorenvertretung vom Bezirk Treptow-Köpenick sind. Nun sind Sie als Wahlfrau nominiert für die am 13. Februar stattfindende Wahl zum Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin. Wie kommt es zu Ihrer Nominierung? Ja, ganz einfach. Als Vorsitzende der Landesseniorenvertretung bin ich halt Berlin bekannt und da kam das halt so. Und da bin ich von der Linksfraktion des Abgeordnetenhauses vorgeschlagen worden. Was bedeutet diese Teilnahme für Sie ganz persönlich? Naja, was Besonderes ist es für mich nicht, sagen wir mal so. Es gehört einfach zur Demokratie dazu. Und wenn man dann die Ehre hat, da mitzumachen, dann macht man mit. Ganz einfach. Gut. Haben Sie sich über die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld informiert und haben Sie einen Favoriten? Ja, ich habe mich natürlich informiert und ich habe einen Favoriten, das ist der Professor Trabert. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er derjenige ist, der tatsächlich die soziale Seite und im Speziellen auch die Seite der Seniorinnen und Senioren sehr gut vertritt, nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als Politiker. Und deswegen ist Trabert zunächst mal mein Favorit. Dr. Anton Hofreiter, Dr. Johanna Hambach, Melanie Kühnemann-Gunow. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Es entfallen auf Frau Dr. Stefanie Gebauer 58 Stimmen. Auf Herrn Dr. Gerhard Trabert 96 Stimmen. Auf Herrn Dr. Max Otte 140 Stimmen. Und auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Dr. Hambach. Am Sonntag waren Sie ja nun als Wahlfrau in der Bundesversammlung. Frank-Walter Steinmeier wurde ja nun erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit für eine zweite Amtszeit in seinem Amt bestätigt. Wie beurteilen Sie selber den Ausgang dieser Wahl? Ja, also wie schon gesagt, man hatte das ja eigentlich zu erwarten. Aber ich habe nicht den Herrn Steinmeier gewählt, ich habe Professor Trabert gewählt. Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich ja zu Ihrem Favoriten Professor Trabert nach seiner Wiederwahl geäußert. Hören wir mal rein in diese Rede. Ich will an dieser Stelle aber auch meinen Respekt ausdrücken für meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber in dieser Wahl. Und gestatten Sie mir, sehr geehrter Professor Trabert, noch ein zusätzliches Wort. Sie haben mit Ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land. Dafür, Herr Trabert, gebührt Ihnen nicht nur Respekt, sondern ich hoffe, dass Ihr Impuls erhalten bleibt. Das Thema Obdachlosigkeit beschäftigt uns beide, Sie wissen es, seit langer Zeit. Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können? Herr Trabert, ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen.
Was sagen Sie dazu, Frau Hambach? Also erstens mal muss ich sagen, es ist absolut wichtig, das Thema, was Professor Trabert mitgebracht hat und von Herrn Steinmeier aufgegriffen wurde, in der Gesellschaft noch mehr in den Blickpunkt zu nehmen. Nämlich die Armut und diejenigen Bevölkerungsschichten, die eben am Rande der Gesellschaft leben. Und das muss in den Mittelpunkt, und das hat Dr. Steinmeier von Professor Trabert übernommen. Und das finde ich gut. Das muss sein. Welche persönlichen Eindrücke von der Bundesversammlung werden bei Ihnen bleiben? Welche möchten Sie davon unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht mitteilen? Die Bundesversammlung ist ein entscheidendes Element der Demokratie, in der wir leben. Zweitens würde ich sagen, ja, als ein Teil des Ganzen zu sein, das ist schon was, und das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Und bei den vielen Leuten plötzlich dazwischen zu sein, beeindruckend.